Ja gut, hatte ich heute eigentlich vor, ein bisschen mehr draußen zu sein? Kann sein. Kam dann aber ein Mario Maker 2 Trailer, auf den ich reagiert habe und erstmal lieber ja, die Reaktion hochladen musste und deswegen gerade zu tun hatte. Das ist gut möglich. Aber ja, dann gehe ich jetzt noch auf eine kleine abendliche Runde und ja, gehe einmal schwimmen und hoffe, dass ich auch irgendwas Nachtaktives, Cooles noch sehe. Wir sehen uns draußen. Dann hat es ja doch mal was Gutes an sich, dass es hier diese dumme Brücke gibt. Denn dadurch kann ich die Kamera und die Tasche hier regengeschützt unterstellen. Das Update ist da, aber dauert ein bisschen bei dem Internet. Ich werde es jetzt auch gar nicht groß nutzen, sag ich mal, sondern stattdessen trotzdem gleich rausgehen, weil ich heute schön früh dran bin. Und ja, ich nehme aber die Switch mit und dann zocke ich vielleicht unterwegs dann einmal. Und richtig spiele ich dann irgendwie abends oder so. Mal gucken. Dieser Schmetterling hier hat irgendwie was durchgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht wurde er vom Auto erfasst oder so, also gegen eine Scheibe geflogen oder so. Irgendwie absolut schwach. Ich hoffe mal. Oh, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, der holt sich wieder. Ist direkt losgeflattert, aber auf dem Boden gelandet. Junge, was machst du? Ach Mensch. Der hat halt den linken Flügel ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, ob er damit jemals ordentlich wieder fliegen kann. Aber kann ihm da leider auch nicht helfen. Ich wünsche ihm einfach mal, dass es alles wieder wird. Hier bin ich schon in einem der kleinen Parks, die auf meinem Weg heute liegen. So langsam geht's auf die Beine. Habe jetzt für die über 11 Kilometer hier zu meinem Ziel ein Stückchen über 2 Stunden gebraucht, was ich, ja, wenn man an die Hitze und so denkt, ganz okay finde alles. Ja, ich werde natürlich mehr oder weniger alle Routen abgrasen. Dass hier wirklich Schnabeligel öfter mal gibt, wäre krass. Ich glaube, so einer war das, den ich schon mal gesehen habe. Ich glaube, das kann echt geil werden. Obwohl es für meinen Geschmack natürlich auch ein bisschen naturbelassen aussehen könnte, ist das hier schon echt cool angelegt. Und es scheint ja auch echt einiges an Tieren hier zu geben. Also bin ich mal ein bisschen leise. Es riecht hier nämlich gerade richtig nice. Hier wird es plötzlich richtig dicht, der Wald. Ich habe mich jetzt zumindest mal kurz hingechillt hier und ganz bisschen mit dem Mario Maker 2 Update rumgedaddelt. Aber nachher werde ich dann in der Unterkunft damit richtig abgehen und irgendwas bauen. Und mein linker Arm tut irgendwie fucking weh, schon den ganzen Tag. Keine Ahnung wieso. Was geht da ab? Mist, das Ding ist, einmal hat man richtig gut was gesehen, als ich die Kamera nicht drauf hatte, aber jetzt hat man ein paar Mal immerhin auch gut was gesehen. Das war gerade nicht hochgekommen, aber habt ihr gesehen? Oh man. Die arme Libelle. Alter, krasser Killer. Gut gemacht. Da hinten war gerade wieder ein monströses Platschen am Start. Oh, hört ihr das?
Mann, wo sitzt der? Ich guck mal. So, das ist jetzt der einzige Vogel, den ich mal so eben gefunden habe. Interessante Früchte. So, da sind wir wieder am anfänglichen Punkt, wo die ganzen Wege losgingen. Ich habe kurz überlegt, erst ob ich noch mal ein bisschen reingucke, ob jetzt irgendwie so gegen Abend noch mal irgendwo was rumläuft. Aber also gerade da in dem Dschungelbereich. Aber eigentlich lieber nicht. Ich bin eh schon spät dran wahrscheinlich. Es ist nämlich schon fast 18 Uhr und ich brauche bestimmt 2 Stunden wieder nach Hause. Das könnte dunkel sein. Deswegen beeile ich mich jetzt lieber und ja, gehe zurück auf dem schnellstmöglichen Weg. Lustigerweise kann ich kaum eine Karte benutzen. Also mein Handy ist nämlich fast leer. Deswegen wird der Rückweg auch ein bisschen langweiliger. Ja, aber vielleicht beeile ich mich dafür umso mehr. Oh oh, steht ein Erdbeben an oder warum gehen jetzt schon Hühner auf Bäume rauf? Vor allem, was sind das hier für random Hühner? Na ihr. Hey, sorry. Ich gehe ja schon. Gut, dass ich die Karte für den Rückweg zumindest halbwegs gut eingespeichert habe in meinem Kopf. Also hoffe ich mal. Wäre sonst eine blöde Wendung. Und falls ihr euch fragt, wieso ich meine Powerbank, die sonst eigentlich einer meiner wenigen Dinge zum Flexen ist, vergessen habe. Ausgerechnet, wenn ich sie so gut gebrauchen kann für so einen langen Trip. Weil ich dumm bin. Allerdings ist es auch einfach typisch für mich, dass ich genau dann die Dinge vergesse, die ich an dem Tag besonders brauche. Zumindest bin ich gefühlt halbwegs schnell zum Highway zurückgekommen, den ich ja jetzt einen Großteil der Strecke entlang gehe. Trotzdem sollte ich mich jetzt noch ein bisschen mehr beeilen, weil ich merke, dass die Dämmerung schon ordentlich ballert und eigentlich habe ich nicht so Lust, jetzt lange Teile der Strecke im Dunkeln zu gehen. Horrorfilm an der gruseligen Brücke Teil 2. Diesmal mit Kamera, aber dafür ohne Handy. Während die Filmqualität dadurch vielleicht ein bisschen besser ist, ist die Sicherheit definitiv nicht besser. Diesmal sind da sogar ein paar mehr Menschen am Start. Nicht nur ein gruseliger Typ. Aber ja, ist vielleicht besser so. Okay, ich bin jetzt so gut wie da. Hab tatsächlich sogar knapp unter 2 Stunden gebraucht, was wirklich deutlich schneller ist. Da hab ich jetzt auch Durst. Scheiße, da draußen war gerade ein fucking Waran. Ich hoffe, ich kriege ihn noch auf Kamera. Also ich habe ja jetzt schon von einigen Tieren ziemlich große Versionen gesehen, aber das hier ist ein neues Level, Alter. Also so eine große Stapelschrecke habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also nicht mal wirklich irgendwie in einem Terrarium oder so, meistens sind die auch viel kleiner. Aber was hat sie da an sich erstmal so krass? Also ich weiß, dass es natürlich so riesige gibt, aber das ist halt komplett krank, auch wie dick die sogar ist und so. Komplett crazy und jetzt gucke ich mir an, was Sache ist. Oh Mann, ihre Fühler sind halt voller Spinnenweben oder ja, irgendwelchen Drecksachen auch. Ich mache das mal ein bisschen heil. Oh, da kommt sie auch schon wieder in Bewegung, das ist ja geil. Ja, ich habe sie jetzt von dem ganzen Zeug an ihren Fühlern befreit. Und es ist cool zu sehen, dass sie jetzt erstmal abhauen will. Ist auch logisch, war ja irgendwie dann genervt vielleicht. Und Alter, die sieht so krass aus. Ich lasse sie jetzt aber ruhig in Ruhe. Denn, ja, war wohl genug Stress für sie. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand die Mucke gerade, hatte irgendwie Vibe von der Mordszene. Eigentlich gar nicht mal so gut. Nachdem ich den ersten Teil des Abra Community Days in der Unterkunft erstmal verbracht habe und entspannt ein bisschen den Cluster-Spawn dort ausgenutzt habe und so, habe ich jetzt noch mal mich 2 Stunden durch die Gegend bewegt am Ende und ja, lief ganz gut der Kombi-Day. Knapp 340 Encounter, 17 Shinies, 2 gute Shinies dabei. Also ja, sehr geil. Hat Spaß gemacht und ja. Eine etwas anders fette Spinne als sonst. What the fuck? Aber Hauptsache auch wieder mitten am Weg ein riesiges Spinnennetz. Ich bin jetzt nochmal über dem Wasserfall von einem der ersten Tage hier.
Und ja, ich versuche jetzt irgendwie hier durchzustapfen. Ist ja an sich nicht tief, ich muss halt nur vorsichtig sein. Und dann kann ich da ein bisschen noch ein Stück höher lang gehen. Okay, hier wird es schon mal deutlich schwieriger, mit all dem Equipment weiterzukommen. Auf dieser Seite ist schon mal ganz kritisch. Klar kann man da irgendwie hochkraxeln, aber lieber nicht, nee. Und ja, da ist halt überall Wasser und sehr tiefes Wasser, also da würde ich lieber nicht mit meinem Rucksack mit der Technik durchgehen. Auch noch wie vorsichtig nicht. Vielleicht könnte man da oben so über irgendeinen Schleichweg hinter diesen Felsen lang und dann irgendwann wieder übers Wasser oder so. Und dann da hinten weiter. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich gehe dann jetzt hier rein. Ist ja ein nices Becken nochmal, schön einsam. Und ja, dann gucke ich mir im Wasser immer nochmal an, ob man irgendwo da weitergehen kann. Kann ich immer noch danach machen, aber wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten wird jetzt einfach ein bisschen geschwommen. Ist ja auf jeden Fall sehr schön hier. Bei Nacht ist hier doch noch das eine oder andere viel mehr im Dschungel unterwegs. Ich muss mal schnell die Taschenlampe rausholen. Nice. Das Taschenlampenlicht ist gut. Fuck, aber mich fliegen gerade überall Tiere an. Und da hopft es da. Ja, hopft. Ah, da steigt sie einen anderen Baum auf. Ja, ich tue dir nichts, Dennis. Ich bin mir nicht sicher, was genau das ist. Das ist ja komisch. Naja, ich lasse es dann jetzt mal in Ruhe. Aber interessantes Tier. Sieht aus wie eine Ratte einfach nur, aber riesig. Fuck, mich fliegt alles an. Okay, ciao. Vegane Pizza ist da. So, ich blende jetzt bestimmt einmal ein, welche Strecke ich gerade gegangen bin. Auf jeden Fall ein gutes Stück. Hier ist jetzt einfach so ein kleiner Wanderweg hoch zu irgendeinem Aussichtspunkt. An sich nur 1 Kilometer, aber halt schön berghoch, also mal gucken, ne? Also der Weg war jetzt die ganze Zeit nicht schön, geschweige denn angenehm, mit irgendwelchen hässlichen Strommasten hier über ihm. Aber na toll, der wird auch noch gar nicht mehr benutzt. Ab hier komplett zugewachsen, also noch so ein halber Schleichweg ein Stück erkennbar, aber dann auch nicht mehr. Das war's mit dem Aussichtspunkt. Aber der Weg hier hoch war eh nicht so hübsch. Ich hätte mich zwar auf eine noch krassere Aussicht gefreut, aber dann gibt man sich jetzt erstmal mit dem hier zufrieden, ne? Wow. Dann muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu dicht bin und mich hier nicht lang mache, wenn ich den Abhang runterlaufe. Und nein, in dem Fall werde ich wohl nicht rennen. Man sieht es leider nicht, aber es ist ultra steil. Steiler als letztens dieser eine Weg. Ja, gibt auch mal kleinere Ausführungen von Kröten hier. Bin hier jetzt ein bisschen im Botanischen Garten unterwegs und danach geht's dann wohl zum Strand. Dieses Freundchen saß eben eine ganze Weile auf mir drauf und ist mitgekommen, jetzt habe ich es mal abgesetzt. Gut, dass Hundeverbot doppelt steht. Ja, ist hier mal wieder sehr schön angelegt. Ganz anders als jetzt in Townsville, aber anders nice. Und auf einer Art noch geiler, weil es halt viel mehr so, ja, Ökosystemfokus hat. Dann war da dieser eine kleine Salzwassersee, dann ein Süßwassersee, so ein Mini-Zwischengebiet mit Mangroven, aber wirklich nur ganz klein. Und jetzt hier nochmal so richtig Dschungel, schon nice.
Ja gut, hier sollte ich schon mal eher nicht schwimmen, denn hier sind nicht nur Quallen, sondern auch Krokodile. Nice. Aber naja, ist auch eigentlich logisch. Immerhin ist da oben der Barron River, der da dann ins Meer fließt. Und gerade in diesem Mangrovengebiet so sind die Salties ja besonders am Start. Und ja, einige dann halt auch direkt im Meer. Und dann ist so eine Warnung logisch. Aber wäre mal ein geiler Anblick, einfach so ein Krokodil am Strand oder so zu sehen. Jetzt geht's, wenn es glatt geht, was noch sehr unsicher ist, tatsächlich nach Hause. Krasses Gefühl. Musste jetzt hier eine Nacht in einem Hotel in Brisbane verbringen. Ja, und in ein paar Stunden kann ich dann hoffentlich weiterfliegen. Nun noch ein paar Worte zu den Komplikationen, die mir bei meiner Abreise begegnet sind. Und zwar wurde ein Flug nach dem anderen gecancelt. Und es war schwierig, in diesen Zeiten der Corona-Pandemie einen ordentlichen Flug aus dem Lande zu bekommen. Aber ich sag's mal so, die Behörden haben es mir auch nicht gerade leicht gemacht, da entspannt ranzugehen. Denn natürlich wollte ich mich bemühen, alles korrekt zu machen und auf keinen Fall über die 3 Monate hinaus, die man mit dem Visa da sein durfte, da zu sein. Und habe mit verschiedensten Stellen geredet, um herauszufinden, mit wem ich sprechen muss, um das Problem irgendwie zu lösen, damit ich halt kein Problem habe. Denn letzten Endes ging mein finaler Flug so, dass ich zwar meinen ersten Flug innerhalb der Zeit hatte, aber den Flug aus dem Land, der war tatsächlich dann einen Tag zu spät. Dementsprechend hatte ich natürlich Angst, dass die mir Probleme machen bei der Ausreise und wollte da wirklich alles richtig machen. Aber keiner hat sich irgendwie verantwortlich gefühlt. Ich habe rumtelefoniert die letzten Tage vor der Abreise und immer hat irgendjemand gesagt, nee, rufen Sie da an, die müssen sich darum kümmern. Manche haben dann gesagt, ja, nee, geht nicht so sinngemäß, konnten da nichts wirklich machen und sonst was. Und am Ende musste ich mehr oder weniger davon ausgehen, dass das schon so gehen wird. Ich hatte zwar so ein komisches Überbrückungsvisa noch beantragt zur Sicherheit, damit ich da irgendwie sagen kann, ja, ich habe mich ja bemüht, habe das online so beantragt, aber eigentlich war das nicht richtig der Sinn von dem Überbrückungsvisa. Aber es gab kein anderes wirkliches und ich frage mich da auch, warum es nicht in der Corona-Zeit extra irgendwie ein Formular gibt, ja, wenn ihr Flug deswegen ausfällt und so. Ich habe mich ja Tage vorher damit auseinandergesetzt und dachte ich, einige Zeit vorher einen bestimmten Flug zu haben. Der ist dann nochmal relativ kurz vorher ausgefallen und dann hatte ich wieder Stress und naja. Kam ich also letztlich ganz entspannt auf den nationalen Flughafen runtergeflogen nach Sydney, bla und so weiter. Alles gut und da war jetzt halt der spannende Punkt, weil ich da so gedacht dann schauen musste, wie es weitergeht, weil es ja jetzt eine Ausreise aus dem Land war und sie da natürlich sehen werden, was mit meinem Visa ist und so. Komme ich also an diesen Schalter ran. Da fragt mich dann die Frau, ist ihr Visa abgelaufen? Und ich denke mir nur so, das sieht sie doch selber. Nein, habe ich mir nicht gedacht. Ich hatte ja schon vor der Situation Angst. Und habe natürlich einfach gesagt, ja, ich weiß. Und habe so angefangen, das Problem ein bisschen zu erklären, dass da Flüge immer ausgefallen sind und ich auch mich bemüht habe da. Und dann hat die mich eigentlich schon kurz danach so abgewunken. Und ich dachte so, hat gesagt, ja, setz dich mal da vorne hin. Und ja, dann habe ich da gewartet an so einem Platz für kurz ein paar Minuten, nicht lange.
da kam dann so ein Typ, wollte irgendwie kurz was wissen, bla, hat nur auch von mir nochmal kurz was dazu gesagt bekommen, ist dann zurück an seinen Computer, dann habe ich nochmal ein paar Minuten gewartet. Ich glaube, davor habe ich eigentlich gar nicht richtig gewartet, bin ich mir nicht sicher. Und ja, dann kam der Typ zurück und hat einfach gesagt, ja, sie können weiter. Das war auf jeden Fall ein spannender Moment, aber sie haben es halt wahrscheinlich gecheckt, dass es ja, nachvollziehbar ist. Ist aber nochmal gut gegangen, denke ich mal. Da habe ich wohl Glück gehabt. Die Australienreise ist jetzt etwas über ein Jahr her und an dieser Stelle, wenn dann doch mal der finale Vlog kommt, möchte ich nochmal ein kleines Fazit ziehen, aber Fokus dabei auf klein. Ich möchte jetzt nicht ausholen und nochmal alles zusammenfassen oder sonst was, sondern nur das ganze Ding hier abrunden. Nein, ich bin kein völlig neuer Mensch, aber natürlich lässt einen so eine Reise einen selbst weiterentwickeln und viele Erfahrungen sammeln, aber es hat auch einfach Spaß gemacht und es war ein mega cooler Aufenthalt in Australien, den ich manchmal echt vermisse und der sich auch irgendwie manchmal surreal anfühlt, so als Erinnerung, weil das halt irgendwie schon alles krass war, so alleine 3 Monate in Australien zu sein. Ich habe so viele schöne Orte und coole Tiere gesehen. Das Timing war nur etwas ungünstig mit der gerade angefangenen Corona-Pandemie. Kaum war ich da. Trotz einiger Komplikationen auf der Reise war es eine echt schöne Erfahrung und ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann noch mehr nice Ecken auf der Welt sehen kann. Vielleicht auch zusammen mit meiner Familie noch ein bisschen rumkommen. Es ist einfach schön, so ganz andere Natur zu sehen, andere Tiere. Das ist ja vor allem das, was ich am spannendsten finde. Das Ganze in Vlogform festzuhalten, hat mir auch Spaß gemacht und war auf jeden Fall eine coole Form, weil das dann halt wirklich wie so ein Videotagebuch ist und man deutlich mehr auch unwichtigere Momente festhält, als wenn man nur ab und an ein Foto oder mal ein kurzes Video dreht, wenn man irgendein Tier sieht oder so. Sondern ich auch einfach im Alltag ein bisschen was gemacht habe und das dadurch viel mehr, ja, das Ganze so eingefangen hat, die tatsächliche Erfahrung. Denn man kann sich ja leider nicht immer alles merken für immer. Und selbst jetzt ist es ja trotzdem so, dass es Lücken gibt und man nicht mehr genau weiß, was habe ich eigentlich da gemacht oder da und da. Ich möchte aber auch im Negativen ehrlich sein. Und zwar hat mir das Vlog schneiden im Gegensatz zu einigen anderen Videoschnitten öfter mal nicht so Spaß gemacht, weil es halt einen gewissen Anspruch gab bei mir, dass ich da ja auf eine Art nicht zu viel von bestimmten Sachen reinpacken wollte, aber andererseits eben auch nicht zu wenig, vor allem weil ich das auch ein Stück weit ja für meine Familie gemacht habe und die das natürlich dann auch cool finden, wenn man ein bisschen was von der Natur sieht und von den Tieren und sonst was. Es aber andererseits für so ein echtes Vlog-Format natürlich auch nicht zu langsam sein darf. Diese Mischung aus schön die Reise festhalten und gleichzeitig irgendwie einen lustigen Vlog draus machen in Passagen ist halt auch nicht gerade einfach gewesen. Und letzten Endes waren die Vlogs immer sehr aufwendig und ja, ich wollte natürlich auch nie irgendwie das rushen und mal irgend so einen Vlog einfach schnell wieder raushauen, nur damit es nicht so lange dauert. Und dadurch, dass ich dann manchmal nicht so Bock drauf hatte, wollte ich es dann halt auch nicht halbherzig machen, sondern dann richtig und dadurch hat das Ganze auch immer ein bisschen gedauert. Ob ich sowas nochmal machen werde? Ich denke schon, aber wahrscheinlich dann in anderer Form. Ist ja auch unwahrscheinlich, dass ich so schnell nochmal so eine lange Reise machen werde. Selbst wenn, werde ich mir das in einem etwas anderen Format überlegen und es versuchen, noch kürzer alles zu halten. Aber das macht es nicht gerade einfacher, denn durch das ganze Videomaterial zu gehen, was man dort aufnimmt, ist halt auch ein ganzer Teil der Arbeit. Und das möchte ich auch nicht weniger machen, nur damit das Vlogschneiden einfacher ist. Aber wenn ich nochmal irgendwie eine Reise mache, wo ich sage, das ist nice, das werde ich dann auch nochmal in Vlogform machen. Und ja, ich glaube nicht, dass Vlogs jetzt fester Bestandteil regelmäßig hier auf dem Kanal sein werden. Dafür machen mir andere Formate einfach mehr Spaß. Und da geht es jetzt nicht nur um den Aufwand, sondern auch um die Art, wie es dann Arbeit ist und ich manchmal auch wirklich einfach nicht wirklich Lust hatte. Und das ist natürlich echt schade. Und deswegen hat es halt auch so gedauert, weil ich dann immer auch Bock und Motivation haben musste, um das halbwegs cool zu machen trotzdem. Ich hoffe, es ist ganz gut gelungen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch diese Vlog-Reihe gefallen hat.
Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, abonniert gerne und aktiviert die Glocke, um nichts auf diesem wirklich wundervollen Kanal, wo meistens eigentlich Nintendo-Games und so kommen, in Challenge-Formaten, verpassen wollt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und vielleicht auch irgendwann nochmal in einem Reisevlog. Aber ich werde jetzt halt nicht ständig irgendwelche Sachen vloggen oder es dann, wenn, dann in einem viel kürzeren Rahmen machen und dann schauen, wie ich das unterhaltsam gestalten kann. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Abschnitte der Reise euch besonders unterhalten haben, welche besonders schön waren und welche Vlogs besonders cool waren oder welche Szenen. Und ja, ich hoffe, ihr lasst auch ein Like da, um mich zu unterstützen und wir sehen uns. Ciao! Hey Leute. Oder vielleicht auch irgendwann nochmal auf einer Reise. Nee. Ciao! Ist klar. Alter, so ein Fail.